Der Joy hat in unserer Gruppe sich entschuldigt und ich habe auch selbst mit ihm gesprochen. Man hat natürlich zwei Sachen. Man hat das Geschäft, das ist Red Bull, und was macht man privat? Ne? Du bist auch Journalist, du hast auch einen Beruf und du hast auch ein Privatleben. Ja? Und wenn du solch ein Unglück machst in deinem Beruf, ja, dann denke ich nicht, dass du gleich entlassen wirst. Das muss man scheiden voneinander. Der Club, der Imago vom Club, war beschädigt von unserer Mannschaft, von uns allen, die Red Bull-Familie. Er hat auch seine Strafe bekommen. Ja. Und dann ist die Frage, wann muss er wieder in die Gruppe zurückkehren? Ich bin mit einer Gruppe gegangen nach Graz und in der Nacht von Samstag auf Sonntag, am Sonntag, waren wir alle beschäftigt mit Sturm Graz, um dort einen Sieg zu bekommen. Und der Joy war hier in der Nacht vielleicht irgendwo, wo er nicht sein sollen muss als Profispieler. Ja. Muss ich dann morgen einen Spieler nach den Tribünen schicken und ihn wieder auf den Bank setzen? Ja. Das ist psychologisch, denke ich, nicht gut. Ja. Aber dann ist die nächste Frage, ja, wann kann er wieder zurückkehren in die Gruppe? Natürlich kehrt er wieder zurück in die Gruppe. Er ist ein sehr, sehr guter Fußballspieler mit speziellen Qualitäten und das Publikum will ihn gern sehen. Und ich will ihn auch gern sehen. Ja. Aber ich denke, morgen ist noch nicht der Moment, dass er zurückkehrt, vielleicht Wochenende. Aber alles in Fußball kann man nicht programmieren. Das hängt ab von morgen. Ja. Haben wir einen Sieg oder keinen Sieg? Spielen wir gut, ausgezeichnet? Wie spielt sein Konkurrent? Habe ich Spiel gewechselt? Wie hat der Spiel das gemacht, wenn ich ihn gewechselt habe? Haben wir Verletzungen oder nicht? Wir müssen am Samstag wieder spielen.